Willkommen zum nächsten Part, angeblich der 23 von Let's Play Zack McCracken 2 Between Time and Space mit LEB und mir. Yay! Und nachdem ich gerade die Aufnahme gestoppt habe für den letzten Part, sehe ich doch, dort im Fenster sind liegen eine Feder. Das Ticket nach Paris ist zwar schon gelöst, aber wir nehmen uns mal die Feder, wenn die nicht wieder wegliegt. Super. Und wir benutzen die Feder mit diesem komischen Nest. Das nenne ich kreativ. Ein schmucker Hut aus einer Feder und einem Vogelnest. Das Vogelnest gibt eine verrückte, aber durchaus mögliche Kombination ab. Man könnte es als Hut benutzen, vorausgesetzt der Vogeldreck stört einen nicht. Ja. Gut, egal. Ich stelle mal wieder die Zeit, stelle ich da fest. Und wir fliegen nach Paris. Nach Paris? Den schönen Paris? Und, oh, ganz anders sieht das aus. Ja, Entschuldigung. Naja, Paris, dem Land der Baguettes. Croissants. Dem Eiffelturm und allem anderen. Ja, exakt. Nochmal gerade so. Ja. Was haben wir denn hier alles Schönes? Auf jeden Fall schon seit einigen Folgen, die ich gucke gerade, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen. Das ist guter Schnitt, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl wir ja so spät angefangen haben. Auf der anderen Seite allerdings auch richtig ganz übel schlecht, weil. Was? Wir haben kaum was geschafft. Ja. In der Zeit. Gut, du hast auch verlernt, grammatikalisch richtige Sätze zu formulieren, habe ich das Gefühl. Hörst du dir nachher eine Aufnahme an? War absolut korrekt. Okay, bis dann. Bis dann. Zeitungen. Wenn ich mich jetzt mit den Topmodels und den neuesten Gerichten auseinandersetze, ist der Tag gelaufen. Außerdem kann ich kein Französisch. Ich habe gerade keinen Durst, aber danke, dass du dich so um mich sorgst. So sieht's aus. Auch wenn da vieles reinpasst, das kommt nicht in meine Tasche. Was ist das? Ein Kondomautomat. Ich trag das nicht durch die Gegend. Trag das nicht durch die Gegend. Das ist so nett. Ein Zigaretten-Kondom-Zahnbürsten-Kaugummi-Automat. Alle Dinge, die man in einer Großstadt zum Überleben braucht. In einer Maschine. Das ist so großartig, man will davor in die Knie gehen. Jawohl. Ja, gut, okay. Der Aschenbecher. Aber wir rauchen noch gar nicht. Doch. Der abstoßende Geruch kalter Asche. Okay. Die haben vorgesorgt. Der Aschenbecher ist am Tisch befestigt. Und ich sehe nur immer, wie Geld verschwindet. Dort stehen einige Daten und Uhrzeiten. Ich verstehe das nicht. Warum verschwindet Geld? Nur weil wir hier in diesem Gebäude sind? So, nun habe ich sämtliche Weinbars, Bistros, Brasserien, Restaurants, Pubs und Teesalons, die ich in Paris finden konnte, nach Dr. Levy abgeklappert. Gar nicht so einfach, eine einzelne Person in einer Stadt mit 2.125.246,5 Einwohnern zu finden. Naja, wenigstens habe ich jetzt etwas mehr im Magen als die paar Erdnüsse, die ich im Flugzeug bekommen habe. Aber zurück zum Thema. Alles führt hierher. Hier ist sozusagen der Punkt, an dem sich alle Linien kreuzen. Das Ende meiner Suche ist nah. Jetzt muss ich diesen Dr. Levy nur noch aufspüren. Schade, dass ich nicht weiß, wie er aussieht. Na, dann wollen wir mal. Ja. Na super. Schauen wir doch mal, was sind die Tagesberichte? Da steht, was es heute zu essen gibt. Sieht lecker aus. Das meiste hat mit Meeresfrüchten zu tun. Wenn man das mag. Fisch.
Es ist ein Nadelbaum. Da muss man sich am wenigsten drum kümmern. Gut, wir gehen in das Restaurant. Ja. Das ist mir ja mal ein feiner Franzose. Er scheint etwas unentschlossen zu sein. Dabei gibt es doch hier so eine leckere Suppe. Vielleicht sollte ich ihm etwas auf die Sprünge helfen. Das kann schon sein. Rede mit. Hey Kumpel, Moin Meister. Alles klar bei dir? Moin Meister, ich habe ein paar Fragen an Sie. Hey, hey, was geht ab? Nee, was geht? Entschuldigung. Sie sind zufällig Dr. Levy, denn... Nein, sind Sie zufällig Dr. Levy? Oder Levy? Levy, der Neurobiologe. Bis später, mein Freund. Moin Meister, ich habe da ein paar Fragen an Sie. Ich habe keine Zeit für Sie. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Hey Kumpel, alles klar bei dir? Liebe Lieben? Hey, hey, was geht? Bleiben Sie mir mit Ihrer vulgären Gossensprache fern. Sie sind nicht zufällig Dr. Levy, der Neurobiologe? No, nein, wirklich nicht. Nein, nicht. Bis später dann, mein Freund. Dieser Gast scheint nur gehoben in Umgangsformen gebogen. Na dann. Sagen Sie, sind Sie zufällig Dr. Giulio Levy? Wie bitte? Wissen Sie, das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Eins bin ich vorhin mit jemandem, der ein ganz großes Problem hat. Ein Problem? Was denn für ein Problem? Vielleicht kann ich Ihnen ja ein wenig unter die Arme greifen. Nun, als ich heute Abend ausging, um dieses Restaurant aufzusuchen, habe ich leider vergessen, meine Geldbörse einzustecken. Und gerade nach dem 10. Gang ist mir das aufgefallen. Aber kann man denn hier nicht anschreiben lassen oder mit Karte bezahlen? So einfach ist das nicht, mein Lieber. Der Restaurantbesitzer ist für seine kompromisslose Einstellung gegenüber Zechbrellern bekannt. Wenn Sie mir helfen könnten, wäre ich Ihnen zutiefst dankbar. Mir scheint, alle wollen immerzu nur das eine von mir. Mein Geld. Natürlich helfe ich Ihnen. Hier meine Cashcard. Vielen Dank für das Angebot, aber leider hilft mir das nicht weiter. Wissen Sie, die Franzosen sind ja an sich schon ein eigensinniges Volk. Doch besonders die französischen Traditionalisten sind jeglichen Neuerungen gegenüber vollkommen unaufgeschlossen. Wissen Sie, dieses Restaurant ist bereits seit dem späten Mittelalter. Und hier bezahlt man ungelogen noch immer mit der Uhrwerten, den Franc. Und natürlich sind auch moderne Plastik- bzw. Cashkarten hier nicht akzeptiert. Und wenn Sie mir helfen wollen, müssen Sie wohl oder übel den Kellner ausschalten. Ausschalten? Wie meinen Sie das? Soll ich ihn etwa umbringen? Na, vielleicht können Sie ihn ja vorerst ein bisschen weichklopfen. Weichklopfen? Also verprügeln, meinen Sie? Verbal weichklopfen, Herr McCracken. Vielleicht hat er ja ausnahmsweise einen guten Tag und Sie können ihn überzeugen, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Ich werde mein Bestes geben. Das glaube ich eher weniger. Doch, er wird sein Bestes geben, das wird aber interessant sein. Ja. Tja, ich hatte gerade irgendeinen Gedanken, mir ist aber leider nicht welcher es war. Das ist schlecht. Ach ja, sag mal, haben die nicht auch den Euro? Ja, jetzt schon. Damals, 2007 ja auch schon. Nein. Oder? Doch. Ja, aber deswegen ja die Urwährung. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Schauen wir uns mal die Zertifikate an. Für saubere Küche und leckere Speisen. Das Dokument ist entweder sehr alt oder er hat es selber gemacht. Schön. Sollen dies die Namen und Telefonnummern der Gäste sein? Dabei dachte ich immer, meine Handschrift wäre übel. Wenn das so einfach wäre. Das sieht aber gar nicht appetitlich aus. Ja.
Na, schmeckt's? Wollen Sie es nicht mal mit einer Diät versuchen? Ich verkaufe diese schicken roten Schlipse. Das ist aufschlussreich. Sie sind nicht zufällig Dr. Levy, der Neurobiologe. Ja! Glaub mir, er ist es definitiv nicht. Dieser Typ ist viel zu jung. Mach weiter, Horido. Ach ja. Die Tischmanieren waren auch schon mal besser. Gut, damit wissen wir ja schon, dass er es ist. Das ist sicherlich ein Flunder. Würde ich jetzt eher nicht vermuten, aber gut. Mit anderer Leute Trophäen schmücke ich mich nicht. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Bonsoir. Stellen Sie sich vor, ich hätte gespeist und könnte Sie nicht bezahlen. Was würden Sie tun? Was ich tun würde? Ich würde Ihnen den Kopf abreißen und in als Suppenschüssel oder als Nachtopf verwenden. Warum so grausam? Ein bisschen Menschlichkeit stünde Ihnen ganz gut, meinen Sie nicht? Menschlichkeit? Wie soll das gehen? Wir kämpfen hier Tag um unser Überleben. Um welchen Gast handelt es sich? Ich hole schon mal ein großes Messer. Nein, nein, Sie missverstehen mich. Das war eine theoretische Frage, ein Gedankenspiel. Und das soll ich Ihnen glauben? Ich versuche es Ihnen mal zu erklären. Wissen Sie, was 1789 geschah? Französische Revolution. Das Volk zog aus, um seine Unterdrücker... Wo? Am 14.07.1789 saß in diesem Restaurant mein Ur-Urgroßvater und bediente Marquis de Gobineau, der sich auf seinen Adel berief. Gobineau glaubte, die 5 Gänge, die er eben verspeist hatte, nicht bezahlen zu müssen. Wir wussten, wenn wir das durchgehen lassen, wird kein Adeliger jemals mehr seine Rechnung bezahlen. Dem entgegenzuwirken, ließen wir den gesamten Adel guillotinieren. Mit dem Entwinden aus der monarchischen Herrschaft ließen wir uns dann in der Ehre ein. Das macht sich einfach besser mit dem Reiseführer. Oh, und was wäre, wenn das jetzt wieder passieren würde? Dann wird der Kopf rollen. Ist das nicht illegal? Wie kommen Sie darauf? Natürlich nicht. Und wenn er Stammkunde ist? Non, pardon. Und nun lassen Sie mich weiterarbeiten. Na dann. Ja. Ich möchte gern einen Job als Kellner haben. No, meine Kellner kommen nächste Woche zurück aus dem Urlaub. Und für die Zwischenzeit? Wir haben kein Interesse an billigen Übergangslösungen. Guten Tag. Guten Tag. Yeah. Bonsoir. Ich hätte gerne einen Tisch für 20 Personen. Ich hätte gerne einen Tisch für 20 Personen. Sehen Sie sich um. Ich habe keinen Tisch mehr frei. Aber ich habe reserviert. Wie ist der werte Name? McCracken. Zachary McCracken. Ich bedauere. Der Name steht nicht auf meiner Liste. Eigentlich will ich in diesem schäbigen Restaurant gar nicht speisen. Und ich wette, dass auch keiner meiner Gäste möchte, dass sie ihren speisen. Aber ich habe ganz sicher vorhin angerufen. So, so, dann hat der Mistralwind ihren Namen von der Liste gewählt. Ich bedauere, es ist kein Platz mehr frei. Au revoir, ich gehe. Aber halten Sie mir eine Kaltspeise warm. Wie Sie meinen. Halten Sie mir eine Kaltspeise warm. Ja, okay. Geh mal in die Seitenstraße. Rüstig. Das war auch mein Gedanke. Na, kann man die Dosen mitnehmen? Sehen wir dann. Ich weiß nicht, soll man sich Sorgen machen, wenn sich das Ding bewegt? Das leider geht nicht. Das lasse ich lieber. Da kommt bestimmt was raus, was mich für seine Mama hält. Ich will mir das gar nicht genauer anschauen. Das gehört in den Müll und nicht in meine Tasche.
Tja, so sieht's aus in Paris. Und die Zeit ist abgelaufen. Noch irgendwelche interessanten Gedankengänge? Nö. Die jetzt unbedingt in dieser Folge noch untergeschaltet? Nee. Gut, dann machen wir Folge... Was habe ich hier? 23? Das ist jetzt Schluss. Folge 23. Und wie es weitergeht, seht ihr, Anime und ich, in der nächsten Folge von Let's Play Zack McCracken Between Time and Space. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Ja, okay. Bis gleich. Oder morgen. Tschüss. Ciao.